Hey, hier ist Kamal und wir befinden uns gerade auf dem Vodafone D2 Stand, wo wir uns den SMS-MMS-Nachfolger Joyn angucken. Was ist Joyn und was kann man damit machen? Joyn ist ein in Europa standardisierter All-in-One-Nachrichtendienst der Netzanbieter. Ein Mittel gegen WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Samsung Chat On und Apple iMessage. Mit Joyn kann man nicht nur Nachrichten, sondern auch Dateien versenden. Und weil es ein All-in-One-Nachrichtendienst ist, kann man darüber auch Sprach- und Videotelefonie führen. Das ist der erste Vorteil gegenüber WhatsApp und Co., den Vodafone uns hier auf der IFA 2012 in Berlin genannt hat. Joyn wird teilweise kostenlos, aber auch kostenpflichtig. Das kommt auf den Tarif und die Konditionen an. Das Chatten und Senden von Dateien werden zum Beispiel von dem Inklusivvolumen abgerechnet. Telefonie dagegen kann kostenpflichtig werden, wenn man keine Flatrate hat. Die kostenlose Applikation ist bereits jetzt als Beta im Google Play Store erhältlich. iOS und Windows Phone OS sollen noch folgen. Geräte sollen in Zukunft ab Werk mit der App ausgestattet sein. Aktuell ist Vodafone D2 der einzige Netzanbieter. Telekom Deutschland und Telefonica Germany wollen bis Ende des Jahres bzw. Anfang 2013 hinzukommen. Düsseldorfer Netzanbieter E-Plus hat sich vorerst dagegen entschieden und will die Entwicklung von Joyn beobachten. Bisher haben 10 Gerätehersteller angekündigt, dass sie Joyn unterstützen werden. Dazu gehören Alcatel, BlackBerry Research in Motion, HTC, Huawei Device, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung Electronics, Sony Mobile Communications und ZTE.